Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im SHK Info YouTube Channel. Heute dreht sich das alles mal um das Thema Heizungstechnik, Diagnose und Fernwartung. Das heißt, wir wollen uns mit dem Computer in das Gerät einlesen und die Geräteparameter auslesen. Das sind, hier haben wir eine Gasbrennwertanlage mit Solarthermie, Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung, allem drum und dran, Fußbodenheizung über einen Mischer, also sehr viele Sensoren und Aktoren. Ich glaube, wir haben irgendwie über 200 Diagnosepunkte, die wir abrufen und teilweise auch verändern können und auch loggen können. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Kommt mal mit, wir klinken uns mal in die Anlage ein. So, Laptop mit der Diagnosesoftware ist schon startklar. Busadapter habe ich auch. Und dann wollen wir uns da direkt mal einklinken und ich zeige euch, wie wir das Ganze auslesen. Manchmal ist das nämlich auch ganz hilfreich. Es gibt ja ab und zu schon mal den Fall, dass man an so einer Anlage irgendwo mit der Diagnose nicht mehr weiterkommt und dann hilft halt das Auslesen der Werte. Da haben wir eine extra Schnittstelle für, womit wir als Fachhandwerker uns einklinken können und dann kann ich mich da mit der Anlage nämlich verbinden. So, der Computer hat jetzt über die Schnittstelle das Gerät komplett ausgelesen und alle Busregler, die alle miteinander verbunden sind, auch gleich mit ausgewertet. Und ich kann jetzt hier die komplette Anlage mir erstmal anschauen in der Diagnosesoftware. Dürft ihr mir gerne mal mit reingucken. Ich habe hier also erstmal einen schönen Überblick über die ganze Anlage, kann in die einzelnen Bereichen, also über den Warmwasserkreis, über den VR70, über den Heizkreis, der angeschlossen ist, alles durchgehen und kann mir erstmal Systemmeldungen wie hier oben zum Beispiel. Das Heizbetrieb ist also gerade in der Brennersperrzeit, wie es aussieht. Das ist also eine gewisse Zeit, wo das Gerät gerade nicht läuft. Ich kann mir aber verschiedene Datenpunkte auch hier angucken, aus den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel hier vom EcoTech Plus Gerät, die verschiedenen Parameter und kann die auslesen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gerätediagnose machen möchte, rufe ich mir hier ein paar Daten ab, wie zum Beispiel den Spannungspegel von der Ionisation ist manchmal ganz interessant, die aktuelle Lüfterdrehzahl und die Vorlauftemperatur. Und das sind dann so Werte, die ich mir zum Beispiel im Live-Monitor dann abrufe. Und wenn wir das Gerät dann einmal starten lassen, können wir uns das Ganze mal anschauen. Da ist zumindest gerade schon mal das Gebläse angegangen, der ist gerade auf relativ hohe Leistung gegangen. Und die Zündung hat er auch schon hingekriegt, da ist gerade das Ionisationssignal hier runtergegangen. Und das sieht soweit ziemlich gut aus, hat er ziemlich gut gemacht. Und so kann ich mir das hier abrufen. So, ganz praktisch ist auch mit der Diagnose-Software, ich kann zum Beispiel eine Datenpunkte-Aufzeichnung machen. Also die Punkte, die ich mir gerade abgerufen habe, ist super für alle Fälle. Und das hat vielleicht der ein oder andere Kunde schon mal gehabt. Der sagt, ja, da ist immer wieder, kommt eine Störung, die ist immer morgens oder immer mittags. Und wenn der Monteur kommt, läuft das Gerät wunderbar und macht keine Störung. Und das ist immer blöd rauszufinden. Man fängt dann oft an, auf Verdacht irgendwelche Ersatzteile auszutauschen, was schnell teuer sein kann, wenn irgendwelche Fehlentscheidungen dabei den Ersatzteiltausch gemacht wurden. Und hiermit kann ich wunderbar auch diese Datenpunkte alle über einen längeren Zeitraum aufzeichnen lassen. Habe jetzt also wieder die gleichen Werte wie eben ausgewählt und lasse die jetzt mal für eine Woche im 10-Sekunden-Takt aufzeichnen. Der startet hier die Aufzeichnung, ich kann mir die dann später nochmal angucken und in Ruhe im Büro nochmal anschauen, wann hat er denn was gemacht und aus welchem Grund macht er zum Beispiel den Fehler. Wann taucht er auf und was ist in dem Moment an den Sensoren und Aktoren überhaupt gewesen. Hilft also ungemein bei der Fehlerauswertung und ja, hilft auch dabei, Kosten zu sparen. Gut, das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben, wie wir also mit dem Computer eine Diagnose am Heizgerät machen. Und jetzt noch was ganz Tolles, was sich auch jeder nachrüsten kann. Das, was wir hier gemacht haben, können wir nämlich auch per Fernwartung über das Internet sogar machen. Dann muss gar nicht erst der Monteur hier zur Anlage kommen und sich einklinken, sondern kann sich vom Büro aus in die Anlage einschalten. Und das zeige ich euch mal. Wir gehen dazu bei uns in die Firma, wir gehen ins Büro, kommt mit, los geht's. So, hier bin ich gerade schon drin in der Ferndiagnose bzw. Fernzugriff auf unsere Heizungsanlagen bei unseren Kunden. Ich habe hier auch schon bei einer Anlage eine Fehlermeldung drin. Er sagt, dass der Außentemperatursensor wohl einen Fehler hat. Wir haben hier direkt die Meldung auf unseren Schirm bekommen und kann die Anlage direkt öffnen und habe hier vollen Zugriff auf die gesamte Anlage. Sehe hier die Außentemperaturfühler, kann mir alle Meldungen anzeigen lassen,
die gesamten Datenpunkte im System, von allen Sensoren, von allen Komponenten in dem Gerät kann ich mir hier anzeigen lassen und verändern bzw. auch einstellen. Ja, so können wir also einen Fernzugriff auf unsere Heizungsanlagen machen. Wenn irgendwelche Störungen sind, bevor es im Haus kalt wird, merken wir das hier schon, können schon eine Systemdiagnose vom Büro aus starten und wissen dann, was vielleicht defekt sein könnte und ausgetauscht werden muss. Wir bringen dann direkt das richtige Ersatzteil mit und reparieren die Heizung. Ja, das alles ist also möglich mit den Computertechnik und Ferndiagnose. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen schon einen Einblick in das Video bekommen oder in die Technik dahinter. Und wenn ihr das auch haben wollt, dann baut euch einfach den VR 920, lasst euch den nachrüsten ab ans Internet und sprecht euren Fachhandwerker an. Der kann sich dann auf eure Anlage draufschalten. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, abonniert am besten den Channel, liked das Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!